das Ganze, die ganze Wertschöpfung wegzunehmen. Wir haben eben darüber geredet, dass ein Google-Klick 9 Euro kostet oder die Konversion möglicherweise schon nördlich von 30, 40, in Frankreich sogar 50 Euro liegt. Und damit kann ich die ganze Wertschöpfung aus unserer Industrie abziehen über die Vermarktung des Kundenzugangs. Und darüber müssen wir uns unterhalten, nicht nur geschäftsstrategisch, sondern übrigens auch regulatorisch. Denn wenn jemand 96% Marktanteil hat im Kundenzugang, nämlich bei Search, dann nennt man das normalerweise ein Monopol. Und der Rest wäre eine abendfüllende Veranstaltung. Jetzt unterhalten wir uns nicht über Monopole, sondern über das, was wollen wir eigentlich machen. Und ich würde Ihnen, weil immer die Frage kommt, was tut denn die Allianz so praktisch zu dem Thema, ein, zwei Beispiele geben. Und ich fange mal mit einem Thema an, das sehr typisch ist für das, was wir tun, wenn wir es gut tun. Wir machen nicht alles gut, versuchen immer Sachen, sondern nämlich die Frage, was tun wir eigentlich? Das machen viele auch. Das machen andere auch, versuchen vom Produkt wegzukommen und zwar nicht nur Geld erstatten, sondern Lösungen anzubieten. Da redet auch jeder drüber, Service-Architekturen, das nennt dann sich Ökosysteme. Aber es ist halt schnell gesagt und schwer gemacht. Vielleicht haben Sie von Vivi mal was gehört. Das ist eigentlich der Wegbegleiter der Zukunft zum Thema Gesundheit. Das haben wir mit auch wichtig ist, wie wir das gemacht haben. Wir haben das nicht 100% intern gemacht, sondern wir haben uns ein paar Unternehmer gesucht, die 30% des Unternehmens halten, 70% gehört uns. Wir die natürlich die Möglichkeit haben, das Unternehmen langfristig zu skalieren. Und Vivi vernetzt Patienten, Ärzte und Versicherer, um Millionen Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern. Aber nicht nur das, sondern dabei auch Spaß zu haben. Gesundheit ist immer ein Problemfall oder eine Sorge. Aber so ähnlich wie wir das Thema hatten mit Versicherung und Spaß, ist auch das Thema Gesundheit und Spaß außerhalb von bestimmten Themen wie Fitnessstudio eigentlich nicht so richtig ausgeprägt oder dem Wellnesswochenende. Das heißt, wir haben die Möglichkeit über Vivi als Plattform, und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es war mehrere Wochen lang die am meisten downgeloadete App im deutschen Apple App Store. Das heißt, die Leute nehmen das wirklich an. Wir haben viele, viele Millionen Kunden mittlerweile vernetzt. Und wir wollen hier eben keine Versicherung anbieten, sondern eine Plattform bauen. Und wir haben auch öffentlich-rechtliche Krankenversicherungen dazu gekriegt, mitzumachen. Die Idee ist, der Mensch steht zum ersten Mal im Mittelpunkt des Systems und nicht, dass die Nachfrage nach einem bestimmten Medikament oder einer medizinischen Prozedur. Und wir haben eine Begleiterin, die dem Menschen dabei hilft, seine Gesundheit aktiv und umfassend zu gestalten. Und übrigens ist der Zugang für Versicherte zu dieser Plattform kostenlos. Und ich sage es auch nochmal, weil da immer so Unsinn rumgelaufen ist. Wir nennen das geprüfte Sicherheit. Das heißt, es werden nicht nur die Datenschutzgrundverantwortung erfüllt, sondern wir machen enorm komplizierte Tests, um sicherzustellen, dass die Gesundheitsdaten sicher sind. Was verbirgt sich dahinter? Das sind nur ein Teil der wesentlichen angebotenen Elemente. Wie finde ich einen Arzt und wie bekomme ich übrigens einen Termin? Wir sorgen auch durch die Fähigkeit, Ärztenetzwerke zu bauen, auch dazu, dass es auch schneller geht. Das hat mit privat und nicht privat versichert überhaupt nichts zu tun. Wir erlauben, einen Gesundheitscheck zu machen. Es gibt zum Beispiel zum Thema Rücken, also das ist ja die zwei wesentlichen Erkrankungen, die unsere Kosten treiben im Gesundheitssystem, sind Diabetes oder Prädiabetes, für uns perspektivisch und heute wesentlichen orthopädische Probleme. Und wir haben bestimmte Checks zum Thema Rücken, die es uns ermöglichen, auch präventiv mit unseren Kundinnen und Kunden zu arbeiten. Wir ermöglichen den Datenaustausch, und zwar hochgesichert. Wir haben die Möglichkeiten, Medikamente nachzuhalten, die verschrieben werden von unterschiedlichen Doktoren, sodass die Kundinnen und Kunden darüber entscheiden können, was sie nehmen und wie sie das nehmen. Und wir machen zum ersten Mal etwas, was es bisher zumindest in Deutschland nicht gegeben hat, nämlich Wechselwirkungen prüfen. Ja, der eine Kunde geht an dem einen Tag zum Orthopäden, kriegt ein Medikament, geht zu einem Internisten, einem anderen Medikament. Wer stellt eigentlich die integrierte Betreuung und die Wechselwirkung der Behandlung sicher? Und das wollen wir über Vivi machen. Das heißt, es ist nicht nur eine Plattform und ein Ökosystem, es ist auch ein Ökosystem für die Leistungserbringer. Das heißt, wir bringen Kunden und andere zusammen. Und ich bin extrem begeistert von dem, was wir machen. Wir sind in der Lage, viele, viele Dienstleistungen damit zu verknüpfen. Und zwar zum ersten Mal ein System aber übergreifend, und ich nenne das immer meine digitale Gesundheitsassistentin zu haben. Assistenten wäre wahrscheinlich politisch korrekter, um sicherzustellen, dass das nicht mehr ungemanagt bedeutet.
Es hat übrigens ganz praktische, positive Auswirkungen. Wenn Sie heute darüber nachdenken, Sie haben eine dauerhafte chronische Behandlung, dann gehen Sie zum Arzt und dann gehen Sie wieder zum Arzt, aber dazwischen findet eigentlich nichts statt, obwohl eigentlich viel stattfinden müsste. Zum Beispiel die Frage, wird regelmäßig Medikamente wirklich eingenommen und stellt sich die Wirkung ein. Alles das können wir über diese Plattform fundamental nicht nur denken, sondern heute schon praktisch tun. Und das Letzte, was nicht auf dem Schaubild ist, um das sowas zu machen, brauchen Sie nicht nur neue Denkmodelle, Technologieexperten, sondern Sie brauchen eine andere informationstechnologische Architektur und Plattform. Und das ist die eigentliche Nachricht, warum dauert das dann eigentlich so lange, bis sowas funktioniert ist? Wir haben halt einen Großteil unserer Investitionsmittel in den letzten Dekaden in IT-Systeme gebaut, die sich leider nicht so leicht verändern lassen, wie wir das gerne hätten. Ich würde jetzt gerne noch ein anderes Thema ansprechen, das sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, wie stelle ich eigentlich sicher, dass Vereinfachung nicht geht zulasten von Kundenorientierung? Also ein Vorwurf, den ich auch sprachlich mir anhören muss und sagen, wir wollen doch nicht zu McDonald's werden, wir wollen doch unsere Kundinnen und Kunden individuell und umfassend beraten. Wenn wir so werden wie Apple mit 4 iPhone-Modellen oder Nespresso mit 3 Arten von Kaffeekapseln oder Netflix wie 3 Abo-Modellen, wie ist denn das individuell? Und dann sagen wir, naja, das ist doch interessant, eigentlich kann ich doch bei Netflix aus vielen Millionen Varianten an Filmen, Doku-Serien und anderen differenzieren und kann mir meine spezifische Sichtweise auf Filme oder bei Spotify eine Playlist zusammenzustellen. Aber die Voraussetzung ist, dass Differenzierung nichts kostet. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Spotify und den heutigen IT-Systemen und Produkten, die wir haben, meine Damen und Herren. Bei uns bauen wir immer Varianten sofort in die Prozesse und Systeme, ohne die Frage zu stellen, wollen Kundinnen und Kunden dafür überhaupt bezahlen, insbesondere wenn sie wüssten, was das kostet und ob das wirklich nachhaltig eine höhere Kundenbindung und einen höheren Kundennutzen erzeugt. Also, und das ist ganz, ganz wichtig. Wie kombinieren wir, was wir Skalierbarkeit nennen in den Geschäftssystemen, mit dem Durchhalten von Individualisierung, und zwar so, wo sie für Kundinnen und Kunden Sinn macht. Und sie muss intuitiv sein. Also das sind keine Widersprüche, sondern sie ergänzen sich, wenn das entsprechend gebaut wird. Das klingt jetzt sehr wieder technologisch, dabei dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Vereinfachung ist wichtig, um Intuition zu erzeugen, aber Emotionalisierung ist auch wichtig. Das ist etwas, was uns auch, zumindest in unserem Unternehmen, sehr, sehr viele Sorgen immer wieder macht. Ich fange mal an mit einer enorm erfolgreichen Kampagne, die wir letztes Jahr gemacht haben zum Thema Autoversicherung. Es ist uns nach 16 Jahren gelingen, wieder signifikant unseren Marktanteil auszubauen. Der ganze Markt war überrascht. Dahinter lag ein ganz neues risikotechnisches Tarifmodell. Wir können ganz anders preisen, als wir das früher konnten. Aber vor allen Dingen haben wir auch unsere Produkte stark vereinfacht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es früher mal Tarifvarianten gibt, die differenziert haben nach, gibt es eine Kollision, da gab es eine mit einem Haarwild, mit einem Haarwild, Pferden, Rindern und Schafen oder Kollision mit allen Tieren. Das ist vollkommen irre. Das kann sich auch nur ein Aktuar einfallen lassen. Und deswegen haben wir uns überlegt, das fassen wir doch ein bisschen zusammen und sagen, also ob wir nur gegen ein Kaninchen fahren oder gegen ein Rotwild, das sollte keine Prämiendifferenzierung, zumindest keine Komplexität für den Kunden erzeugen. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die Kleinstdifferenzierungen müssen raus. Ohne, ich sage das nochmal, Risikointelligenz zu verlieren. Das macht es nicht übrigens für unsere Kundinnen und Kunden alleine leichter, sondern natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einem bei jeder Gelegenheit zu Recht sagen, diese Komplexität macht unsere Systeme so langsam und so kompliziert und die macht uns das Leben sehr, sehr schwer, weil wir müssen unseren Vertriebspartnern, unseren Kunden permanent erklären, warum gibt es das eigentlich? Und mir fällt eigentlich keine Antwort aus, außer das haben wir schon immer so gemacht. So, wir haben mittlerweile die aktuell schnellste Antragsstrecke auf dem deutschen Markt. In maximal 90 Sekunden kommt man zum Preis, und zwar zum Endpreis, nicht zu demjenigen, der mal eine Indikation ist. Und das Nächste, und das war wichtig auch in der Kampagne, die wir über Cars und andere Sachen gemacht haben, wir haben eine enorme Verbesserung der Kundenzufriedenheit erreicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als jemand, der dachte, dass er da was von versteht, ich war total überrascht über die sehr, sehr positive emotionale Wirkung, die Freddy wirklich hatte. Ich habe es ehrlicherweise nicht ganz
wahrhaben wollen. Also unser Net Promoter Score, um einfach mal einen Blick in den Maschinenraum zu lassen, hat sich über die Kampagne um 7 Punkte verbessert. Nur über diese Kampagnenwirkung, das ist wirklich irre. So, und dann gibt es noch ein kleines Problem. Das ist sozusagen das, was wir auf der Systemlandschaft und in den Operations haben. Was Sie hier sehr schön sehen können, ist der Unterschied in der Effizienz zwischen Android und iOS, das ist das Apple-Betriebssystem, mit der Frage, wie viel Prozent der mobilen Geräte laufen eigentlich auf der neuesten Software-Generation. Was erklärt den Unterschied zwischen links und rechts? Android erneuert sich, die neueste Software-Generation, automatisch. Dazu muss ich nichts tun, muss auch nicht mal zustimmen, ist auch ein kleines Problem. Bei iOS muss ich das machen. Apple ist das relativ wurscht, dass das so läuft, weil die haben so hohe Margen auf ihre Produkte und auf die Systeme dahinter, dass die das nicht interessiert. Android interessiert das. Warum zeige ich Ihnen das? Entscheidend für die Frage von Geschwindigkeit und Effizienz ist tatsächlich die Frage, wie die Prozesse aussehen, die dahinter laufen. Das ist wie der sprichwörtliche Eisberg, der im Meer schwimmt. 10% sehen Sie, das ist das Frontend, das Sie beim Kunden sehen. 90% der Probleme sind ganz weit hinten im System und damit verbringen wir aber einen Großteil unserer Zeit. Wir nennen das dann immer Legacy, Altsysteme, Altbestände, da gibt es wunderbare Begriffe. Aber da verbringen wir die meiste Zeit mit, weil da das ganze Geld und übrigens auch die alte Produktintelligenz hardcodiert im Endsystem steckt. Und wir verbringen sehr viel Zeit damit, uns die Frage zu beantworten, wie kommen wir da eigentlich raus? Ich bin fast fertig. 2 Bilder. Ich habe eben erwähnt, dass in unserer Strategie, wir werden nächste Woche dann noch intensiv drüber reden, eine ganz entscheidende Frage stand. Nämlich als wir uns die Frage gestellt haben, warum gibt es eigentlich sowas für große Unternehmen in unserer Industrie wie einen Konglomerate-Discount? Also wenn sich die Marktbewertung von zum Beispiel Versicherern in Skandinavien, die nur Auto- und Sachversicherungen machen, die sind dramatisch höher, auch rein fokussierte Lebensversicherungen, die ein bestimmtes Geschäftsmodell gut machen, liegt im Mittel höher, als das historisch bei uns war. In den letzten 3 Jahren ist es gelungen, einen relativ großen Teil dieses Konglomerate-Discounts aufzulösen. Wir hatten letztes Jahr das beste Jahr in der Geschichte der Allianz, 27% Total Return. Aber die Frage von unseren Investoren, was ist eigentlich bei euch skalierbar außer der Kapitalanlage und dem Austausch von Produkt-Know-how und Underwriting-Know-how über Grenzen hinweg, was ist eigentlich skalierbar, ist für uns bisher schwer zu beantworten. Sowohl aufgrund der Operations, die wir da im Hintergrund haben, auch auf der Historie, weil wir viele Unternehmen ja gekauft haben, die auf unterschiedlichen Produktgruppen und IT-Lösungen sitzen. So, wenn Sie sich das jetzt gemeinsam mal angucken, und darüber haben wir die letzten 2 Jahre viel, viel nachgedacht, und wie gesagt, die meisten unserer Wettbewerber stellen sich sogar in die Presse und sagen, es gibt keine Skalen, wir managen das jetzt alles lokal,